Hallo, hier ist Michele Meschko. Heute erzähle ich dir über Strukturfarben und über die Farbe des Chamäleons. Bleib dran! Jeden Tag bekomme ich sehr viele Kommentare. Manche von euch schreiben: Mischa, alles was du machst ist wunderbar, aber bitte mehr echte Physik. Du sagst, Physik ist die einzige Sache, die dich interessiert heute. Nur wegen Physik schaust du dir meine Videos an. Ich kenne aber die Wahrheit. Ich weiß ganz genau, warum du oder ihr im Durchschnitt meine Videos schaut. Das ist das YouTube Studio. Das ist das Backend, jeder Creator sehen kann. Also ihr könnt sehen, wie viele Likes und wie viele Views ein Video bekommt. Ich kann auch sehen andere Arten von Statistik. Zum Beispiel, welche Teile eines Videos haben die Zuschauerinnen mehrmals geschaut, an welchem Moment haben die meisten Zuschauerinnen weggeklickt und so weiter. Hier ist ein Beispiel. Das ist mein Video, wo ich erzähle, ob es möglich ist, Professor und YouTuber gleichzeitig zu sein. Diese Kurve zeigt, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer an jedem Moment der Zeit dabei waren. Im Durchschnitt natürlich. Und hier gibt es einen Gipfel. Ein abnormales Verhalten. Genau hier haben viele Zuschauerinnen und Zuschauer zurückgespult, um dieses Moment nochmals zu sehen. Gab es eine wichtige Gleichung an diesem Moment, die meine Zuschauerinnen und Zuschauer auswendig lernen wollen? Und das ist das, was ich dir an diesem Moment gezeigt habe. Oder du sagst, dich interessiert nur Physik? Ich weiß genau, was euch interessiert. Heute aber sprechen wir über Physik, und zwar über Strukturfarben. Die Strukturfarben ist eine direkte Übersetzung vom Englischen Structural Colors, also die Farben, die wegen der Struktur eines Materials entstehen und nicht wegen der Farben, die Atome oder Pigmente in diesem Material haben. Strukturfarben ist ein faszinierendes Ding und es scheint so zu sein, dass nicht alle davon gehört haben. Sogar als professioneller Physiker sozusagen habe ich von diesem Konzept erst vor ein paar Jahren gehört. Vielleicht vor 10 Jahren. Normalerweise, wenn ich als eine Person oder als Physiker an Farben denke, was mir einfällt, ist Folgendes. Normalerweise sind Farben mit elektronischen Übergängen verbunden. Das heißt, alle Atome, Moleküle, sehr komplexe Moleküle, Pigmente zum Beispiel, haben Elektronen. Diese Elektronen können zwischen verschiedenen Quantenzuständen übergehen und dadurch Licht absorbieren oder ausstrahlen. Und wenn dieses Licht innerhalb des optischen Spektrums liegt, können wir dieses Licht sehen. Zum Beispiel, wenn wir Natrium brennen, wird die Flamme gelb. Weil Natrium zwei Quantenzustände hat, die Energiedifferenz zwischen denen der Frequenz des gelben Lichts entspricht. Das andere Beispiel ist Gold. Fast alle Metalle wie Silber, Aluminium, Platinum sind glänzend, aber auch weiß. Sie haben keine besondere Farbe. Das Gold andererseits ist glänzend, aber auch gelb. Und das passiert, weil die Elektronen im Gold mehr vom blauen Licht absorbieren. Deswegen reflektiert Gold mehr vom gelben Licht und sieht gelb aus. Das ist eigentlich komisch, weil diese elektronische Struktur bekommt Gold wegen relativistischer Effekte. Also die goldene Farbe entsteht wegen Einsteins Relativitätstheorie. Darüber sollen wir in der Zukunft sprechen. Das dritte Beispiel ist, warum sind die Pflanzen grün? In Blättern gibt es Chlorophyllmoleküle, die mehr vom roten Licht absorbieren, weil die chemischen Reaktionen in Pflanzen genau mit Hilfe des roten Lichts laufen. Strukturfarbe ist was anderes. Die Strukturfarbe entsteht wegen der Struktur des Materials und nicht wegen der Atomen in diesem Material und nicht wegen der Elektronen. Ich gebe dir ein Beispiel. Interferenz an dünnen Schichten. Das hast du vielmals in deinem Leben gesehen. Zum Beispiel, wenn du eine Seifenblase beobachtest, sieht sie fast transparent aus, aber nicht wirklich. Sie strahlt alle möglichen Farben des Regenbogens aus, sozusagen. Und was da passiert, ist die Interferenz des Lichts an dünnen Schichten. Das ist die Wand der Seifenblase. Hier ist Luft, Seifenlauge und Luft. Das Licht fällt auf der Oberfläche der Blasenwand und wird teilweise reflektiert.
Teilweise, weil diese Wand auch transparent ist. Ein Teil des Lichts geht durch und wird von der anderen Grenze reflektiert. Und dann haben wir zwei Lichtstrahlen hier, die miteinander konstruktiv oder destruktiv interferieren können. Was die konstruktive Interferenz bedeutet, ist, dass manche Farben verstärkt werden. Sonnenlicht hat fast keine Farbe, es ist weiß, aber nach der Reflexion sehen wir blau oder gelb oder rot ein bisschen mehr, wegen der positiven Interferenz. Nehmen wir an, dass die Seifenschicht einen Brechungsindex N hat und die Dicke D und auch der Winkel Alpha hier. Als Beispiel die Bedienung für die konstruktive Interferenz, wenn Alpha 0 ist, also wenn das Licht vertikal auf die Oberfläche fällt, sieht so aus. Hier K ist eine ganze Zahl. Was diese Gleichung zeigt, ist das Verhältnis zwischen der Dicke der Schicht D und der Wellenlänge Lambda. Der Brechungsindex N ist eine Konstante für jedem Material. Das Sonnenlicht ist weiß, das heißt, wir haben alle möglichen Lambdas in diesem Licht. Deswegen, welche Farbe verstärkt wird, hängt von Schichtendicke ab. Und das ist genau das, was in Seifenblase passiert. Die Dicke der Wände ändert sich ständig und deswegen sehen wir alle möglichen Farben. Und diese konstruktive Interferenz ist genau das, was vielen Tieren und Insekten ihre Farben gibt. Viele Käfer, Schmetterlinge, die Feder, viele Vögel, die Feder von Pfauen zum Beispiel, haben die Oberfläche, die aus kleinen Nanostrukturen besteht. Aus kleinen dünnen Schichten, die das Sonnenlicht so reflektieren, damit bestimmte Lichtfrequenzen oder bestimmte Farben verstärkt werden. Das können die dünnen Schichten sein, aber auch andere periodische Strukturen. Und das finde ich atemberaubend. Jetzt arbeiten viele Physiker im Labor, um solche Strukturen, die sogenannten photonischen Kristalle, künstlich zu erzeugen, und es ist nicht einfach. Und die Natur hat das alles schon gemacht. Was ich faszinierend finde, ist, wie robust es ist. Wenn wir ganz normale Farben haben, entstehen sie wegen farbigen chemischen Substanzen in einem Material. Zum Beispiel in diesem Hemd. Wenn das Hemd zerknittert wird, verliert es nicht seine Farbe. Wenn wir andererseits die Dicke der Schicht ändern, ändert sich auch die Farbe. Also wenn wir diese feinkörnige Nanostruktur in der Pfauenfeder zerstören, verliert sie ihre Farbe. Trotzdem hat sich die Natur für diese Technologie entschieden und es funktioniert perfekt und ist sehr robust. Und jetzt zum Chamäleon. Erstens, wie spricht man Chamäleon auf Englisch aus? Chamäleon. Nicht alle wissen das, weil das auch nicht stimmt. Mehrere Jahrzehnte haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geglaubt, dass die Farbe des Chamäleons wegen Pigmenten entsteht. Also es gibt verschiedene farbige Pigmente, zum Beispiel Rot, Grün, Gelb, und die relativen Konzentrationen dieser Pigmente sich ändern. Also wenn ein Chamäleon entspannt ist, gibt es mehr vom grünen Pigment, und wenn es erschrocken wird zum Beispiel, gibt es mehr vom gelben Pigment. Deswegen wird es gelb. Vor kurzem gab es diesen Artikel, wo die Wissenschaftler die Nanostrukturen in der Haut des Chamäleons gefunden haben. Also es gibt auch die periodischen Strukturen, und die Distanz zwischen den Teilchen hängt davon ab, wie das Chamäleon sich fühlt. Zum Beispiel, wenn ein Chamäleon erschrocken wird, wird diese Distanz größer. Und das funktioniert genau wie in diesem Beispiel mit der Seifenblase. Es gibt die Dicke der Schicht hier, und in der Falle von Chamäleon gibt es die Distanz zwischen den Nanoteilchen und die Wellenlänge. Also je größer die Distanz, desto größer ist die Wellenlänge. Das heißt, je größer die Distanz zwischen den Nanoteilchen in der Haut, desto mehr vom gelben und roten Licht wird von der Haut reflektiert.
Deswegen sieht ein aufgeregtes Chamäleon gelb aus. Okay, das war's für heute. Findest du die Chamäleons faszinierend? Schreib mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Stereotype in the black resign. Can run from it all, but it tracks me down. It tracks me now. Holy moly, I'm feeling like I'm a